Wir stehen hier als Vertreterinnen des Initiativkreises Erinnern heißt Handeln und wollen mit euch zusammen Esther Bejarano gedenken. Esther verstarb am 10. Juli 2021 im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg. Ihre Worte und Taten wollen wir in stetiger Erinnerung halten, sie als Mahnung und Aufruf auffassen. Sie war Sängerin, Zeugin der Zeit und hatte viele Menschen, die sie liebten. Heute wollen wir innehalten und schweigen und trauern, um dann Esthers Auftrag zu erfüllen. Nie mehr schweigen, wenn Unrecht geschieht. Seid solidarisch, helft einander. Achtet auf die Schwächsten, bleibt mutig. Ich vertraue auf die Jugend, ich vertraue auf euch. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Esther fehlt uns, es fehlt uns ihre Freundschaft, ihre Unbeugsamkeit, ihre furchtlose Zuversicht, ihre Autorität, die Autorität einer Überlebenden, aber auch ihr Zorn über Gleichgültigkeit, Ignoranz, Rücksichtslosigkeit und Egoismus. Denn wir wissen, dass die Entnazifizierung Deutschlands niemals stattgefunden hat oder im besten Falle kosmetisch war. Esther zeigte die Kontinuitäten rechter Gewalt auf. Sie war solidarisch und stellte Bezüge her zwischen Betroffenen rassistischer und antisemitischer Gewalt. Sie sprach sich aus für die Opfer und Überlebenden der Anschläge durch den NSU, von Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Solingen und Mölln, von München, Halle und Hanau, für Uri Jalloh und Burak Bektaş und all die anderen, die namenlos blieben. Esther forderte Gerechtigkeit für sie alle. Und immer wieder ermahnt sie uns nun angesichts der Probleme der Welt: Wegsehen ändert nichts. Es geht nur gemeinsam. Am Tag ihrer Beisetzung haben tausende Antifaschistinnen eindrucksvoll gezeigt, dass sie Esther Bejarano verstanden haben. Sie waren da. Wir sagen danke, liebe Antifa. Wir sind da, Esther Bejarano präsente. Ich spiele Akkordeon. Das könnt ihr schon sehen, das ist auch eine Verbindung zu Esther, aber die Verbindung oder der Moment, wo ich mich wesentlich mehr verbunden fühle, ist, dass Esther Antifaschistin war und dass sie so unermüdlich und leidenschaftlich und vehement für den Antifaschismus gekämpft hat. Und unermüdlich ist genau das Stichwort. Sie ist damit 96 Jahre alt geworden und es wurde schon erwähnt, wie sie dieses Leben leben musste. Silvio Rodriguez hat einmal gesagt, es gibt Menschen, die kämpfen ein Jahr, das ist gut. Es gibt Menschen, die kämpfen mehrere Jahre, das ist noch besser. Und es gibt Menschen, die kämpfen ein Leben lang. Und das sind die Unverzichtbaren. Mein erster Song heißt Würde. Die Würde des Menschen ist theoretisch vorhanden in der zivilisierten Realdemokratie. Die Würde, würde ich sagen, hat Federn gelassen, wenn die Würde denn Federn hätte. Würde könnte, hätte, hätte Fahrradkette. Guantanamo ist immer irgendwo. An einer Grenze
zwischen Überfluss, Waffen, Gewalt und Angst. Jump across the border, fight law and order. I hope we'll meet again in better